Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich ein bisschen auf Kritik eingehen. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen etwas über mich gelesen von ein paar aus der Community, die meine Videos gerne gucken und die sich so ein bisschen über meinen Content beschwert haben. Und das ist gar kein Vorwurf, sondern nur ein Danke für euer Feedback. Auch wenn es nicht direkt an mich gerichtet war, sondern es war so ein bisschen, es wurde mir geschickt und ich habe das Ganze gelesen und ich möchte darauf eingehen. Es wurde geschrieben, dass im Moment so ein bisschen meine Videos von der Drogerie weggehen und ich jetzt ja nur noch High-End mache. Und wenn dieser Eindruck entstanden ist, dann möchte ich mich dafür entschuldigen und ich möchte euch in diesem Video das geben, wofür viele von euch hier sind, und zwar Drogerie. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, dass Drogerie immer der größte Teil meines Contents bleiben wird. In letzter Zeit war es für mich aber einfach nur sehr, sehr schwierig, regelmäßig in die Drogerie zu gehen und neue Produkte zu holen. Und meine Make-up-Sammlung hat sich ein bisschen verändert. Ich habe teilweise auch High-End da, und um euch günstige Alternativen zu High-End-Produkten geben zu können, muss ich natürlich auch High-End-Produkte testen. Und die teste ich gerne mit euch vor der Kamera, damit die Leute etwas davon haben, die gerne High-End-Produkte kaufen oder aber auch Drogerie. Und ich probiere da so eine gute Mischung drin zu haben. Ich bin sehr, sehr dankbar für das Feedback und ich freue mich auch über jedes Feedback unter meinen Videos. Weswegen ich mir überlegt habe, Freunde, heute gibt es die volle Ladung Drogerie. Das, wofür ich hier auf YouTube so ein bisschen bekannt geworden bin, und zwar Limited Editions. Ich habe in den letzten Monaten irgendwie nicht ganz so viel von Limited Editions mitbekommen. Ich habe soeben, heute Morgen um 6.30 Uhr, eine Bestellung abgegeben für eine neue krasse Limited Edition von Essence. Die sollte eventuell Donnerstag oder Freitag schon hier sein, sodass ihr dann Freitag auch eine brandneue Limited Edition sehen könnt. Ich habe heute aber ein Full Face Limited Editions aus der Drogerie für euch. Und ich freue mich, mit euch einen schönen Look zu schminken. Ich hoffe zumindest, dass der schön wird. Und falls ihr hier neu seid, Freunde, freue ich mich, dass ihr da seid. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Ich würde auch gleich loslegen. Das ist, wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar für Feedback. Und wenn dieser Eindruck entstanden ist, es tut mir wirklich leid. Es ist einfach im Moment, auch ich habe Probleme im Moment an Produkte ranzukommen. Aber wir konzentrieren uns heute auf Produkte, die wir schon haben. Ihr könnt sehen, ich habe in meinem Gesicht noch nicht ganz so viel. Und ich habe hier eine Kiste mit Limited Editions. Manche Produkte waren mal in Limited Editions, sind eventuell ins Standardsortiment gekommen. Ich habe probiert, das so ein bisschen zu differenzieren, aber eigentlich ist fast alles, eigentlich ist alles Limited Edition. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit Primer an. Und da habe ich von 183 Days. Ich weiß, das ist das einzige Produkt, wo ich so ein bisschen unsicher war. Ist das Limited Edition? Ist das nicht? Weil es gibt es ja nicht mehr. Ich glaube, es war auch nur so ein Teil einer Kollektion, der ja dann weg war. Deswegen habe ich das mit reingezählt. Das ist das 183 Days Fluid Secret Ritual HD Face Fluid. Ich mag dieses Produkt ultra, ultra gerne. Was ich so ein bisschen schade finde bei diesem Video ist, ihr könnt die Produkte ja jetzt auch nicht nachkaufen. Was halt immer so ein bisschen für mich schwierig ist, euch Produkte zu zeigen, wenn die halt wirklich, wirklich gut sind und ihr sie nicht nachkaufen könnt. Das riecht nach Milch und Honig. Das ist so toll, dieses Produkt. Und ich bin so traurig, dass es dieses Produkt nicht mehr gibt. Ich wünschte, ich hätte noch ein Backup davon gehabt. Das ist so eine milchige Konsistenz. Zieht schnell ein. Und das ist einer der wenigen Primer in der Drogerie, wo ich wirklich sagen kann, dieses Produkt verbessert meine Haut. Oder hat meine Haut verbessert, weil das ist ja bald leer. Was so ein bisschen schwierig war, habe ich festgestellt, ist, dass es Foundation und Concealer und Primer, also wirklich Foundation, Concealer und Primer, selten in Limited Editions gibt. Es gibt ab und zu mal so eine BB-Cream oder eine CC-Cream, aber girl. Glaubt ihr, dass dieses Gesicht BB-Cream verträgt? Ich glaube nämlich nicht. Was es aber mal gab, habe ich gesehen, ist von Maybelline und L'Oreal. Die packen dann so einen Pappaufsteller irgendwo hin mit einer Foundation und einem Concealer. Ich habe jetzt hier aus einer Kombination, die ich meine schon mal so gesehen zu haben, die Maybelline Dream Satin Liquid Foundation und den Maybelline Augenlöscher Concealer. Die gibt es dann manchmal in so Doppelpacks, meistens auch so, dass die Farben abgestimmt sind. Also, ich benutze als erstes die Maybelline Dream Satin Liquid Foundation. Das ist die originale, glaube ich. Ja, das ist nicht die neue, die Dewy-Version. Ich habe die Dewy-Version noch ein paar Mal jetzt getestet. Ja, sie ist wunderschön. Sie hält nur nicht den ganzen Tag. Das ist so ein bisschen schade. Und die arbeite ich mir einfach mit meinem Make-up-Schwamm ein. Color Correction,
Kennen wir heute nicht, gibt's nicht. Ich habe noch nie Color Correction in einer wirklich Limited Edition gesehen. Klar, ich hätte jetzt auch wirklich alles so zurechtschummeln können, aber das ist ja nicht Ziel der Sache. Wir wollen ja wirklich so ein bisschen sehen, wie gut sind die Limited Editions wirklich, und eigentlich kennen wir die Antwort dieses Videos schon. Mega. Ich liebe Limited Editions, weil wir einfach Produkte kriegen, wo sich die Firmen nicht so wirklich trauen, die ins komplette Sortiment zu nehmen und das Ganze erstmal antesten. Es gibt, ich glaube, bei Rival Loves Me war es der Fall, wo sie eigentlich regelmäßig Produkte in Limited Editions genommen haben. Ihr werdet auch eins davon sehen. Und es dann später in Standardsortiment aufgenommen haben, nachdem sie festgestellt haben, okay, das läuft richtig, richtig gut. Manche Produkte funktionieren nicht, die verschwinden dann, Gott sei Dank. Manche kommen in Standardsortiment, Gott sei Dank. Die Foundation ist einer meiner absoluten Favoriten aus der Drogerie, weil sie wirklich, wirklich schön aussieht. Was ich so ein bisschen feststellen musste, Primer, Foundation, Puder vor allen Dingen, also ein normales Puder, gab es sehr, 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 sehr selten in einer Limited Edition. Falls euch etwas einfällt, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Es gibt bei Cosmetic for Less, ich setze euch den Link mal unten in die Infobox rein, da gibt es ab und zu Limited Editions, die es vor einer Weile gab, im Laden nicht mehr gibt. Die kaufen dann immer so ein bisschen mehr. Genauso wie auf den Seiten von Cosnova zum Beispiel, Catrice, Love und Essence, könnt ihr im Online-Shop immer noch Limited Editions nachträglich kaufen. Aber das ist natürlich auch begrenzt. Also Limited Edition heißt ja, es ist limitiert. Es wird ein Batch produziert und dann ist es weg. Und was weg ist, ist dann weg. Und wenn halt noch was im Lager ist, dann wird das halt natürlich auch noch abverkauft. Also Foundation sieht mega, mega schön aus. Farblich passt es perfekt. Ich habe einen neuen Rasierer getestet und ich habe totale Rasierpickelchen bekommen. Falls ihr da einen Tipp habt, vermutlich nicht vom Bart, aber vielleicht kennt ihr es aus anderen Stellen. Was kann ich gegen Rasierpickelchen machen, Freunde? Es ist furchtbar. Normalerweise stutze ich ja meinen Bart immer und auch hier. Aber ich finde, es sieht ordentlicher aus, wenn ich es glatt rasiere. Aber davon kriege ich Rasierpickelchen. Also lasse ich das. Was ist das Ziel? Pickelchen und die abdecken, aber dafür ordentlich oder keine Pickelchen, ein bisschen stoppeln und ein bisschen unordentlicher. I don't know. Foundation, mega, mega gut. Der Concealer ist der Anti-Aging-Augenlöscher, Anti-Age-Löscher. Dieser Name, der macht mich wahnsinnig. Der ist aber okay. Den kann man so drehen. Der ist ein bisschen angetrocknet, vielleicht doch ein bisschen mehr angetrocknet als gedacht. Ich finde es immer ganz schön. Es gibt im Moment auch so einen Aufsteller, da ist Mascara mit und irgendein anderes Produkt. Also das finde ich immer ganz spannend. Ich bin ja gefühlt jeden Tag bei Rossmann. Lieben Gruß an die liebe Rossmann-Mitarbeiterin hier bei mir in der Nähe. Wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Es gibt im Moment so ein paar Aufsteller und die schaue ich mir ganz gerne an. Aber meistens denke ich mir so, das sind ja keine Limited Editions, dann lasse ich die Finger davon. Manchmal sind aber auch Produkte drin, die man gerne benutzt und dann einfach nachkauft und dann so ein bisschen Geld spart. Der Concealer, ich fand ihn damals okay. Damals hatte ich aber auch noch ein bisschen mehr Probleme mit meinen Augenringen. Deswegen bin ich gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ich blende mir das Ganze hier einmal ein. Okay, Color Match ist dann hiermit auch gecancelt. Ist der vertrocknet oder war der schon immer so dick? Guten Morgen, Müllabfuhr. Schön, dass ihr auch da seid. Es ist wie immer sehr, sehr früh, aber ich probiere gerade so ein bisschen meinen Rhythmus zu ändern. Es ist jetzt nicht mehr 5, sondern es ist jetzt schon 8. Also wir verbessern uns. Okay, Concealer ist einmal eingearbeitet. Das Ganze ist natürlich jetzt wieder hell, aber ihr wisst, ich lieb's, wenn es sehr, sehr hell ist und ich gehe dann lieber ein bisschen dunkler mit Bronzer. Das erste Problem tritt auf. Ich habe kein loses Puder aus einer Limited Edition. Deswegen würde ich das einmal ganz kurz machen. Hoffe, dass die Müllabfuhr bis dahin fertig ist und wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe mein Under-Eye-Bereich so ein bisschen gesettet. Und ich möchte jetzt das restliche Gesicht auch noch ganz leicht setten. Und bei diesem Produkt bin ich mir nicht mehr sicher, ob es drin war. Und ich glaube, ich fand es nicht gut. Aber ich möchte es euch trotzdem zeigen und benutzen. Auf die Gefahr hin, dass das Ganze hier gleich eh vorbei ist. Das ist von Catrice. Dieses Luminizing Waterproof Powder in Radiant Beige. Ich hatte mit Catrice mal drüber gesprochen und ich meinte, das ist ein bisschen orange in meinem Gesicht. Ich nehme jetzt auch einen Pinsel aus einer Limited Edition und das ist von Essence, dieser Crystal Pinsel. Und damit gehe ich ganz leicht rein. Also ich meine, dass das wirklich orange war und damit sette ich nur so ganz leicht mein Gesicht. Und ja, okay, das war wirklich orange. Ich glaube, daraufhin hat Catrice es auch aus dem Sortiment genommen. Okay, nee. Wir setten das Gesicht einfach gar nicht weiter und machen heute schön die glowige Base. Okay, lassen wir das so. Und wir kommen zu einem Produkt, wo eigentlich jedem von euch klar sein dürfte, um welches Produkt es sich handelt. Und zwar einer meiner absoluten, absoluten Lieblingsbronzer aus der Drogerie, der früher ein Limited Edition Produkt war, heute ein Standardsortimentprodukt ist. Und wer ist dran schuld? Die Giacomo Army. Wir haben nämlich so viel davon gekauft, dass er einfach so gut lief, dass sie ihn in ein Standardsortiment gebracht haben. Und das ist dieser
Den gab es in 10 verschiedenen Limited Editions. Ich habe ihn jetzt hier aus der Pommes LE und da gehe ich einfach mit demselben Pinsel rein, klopfe gut ab und platziere mir das so ein bisschen an die höchsten Punkte meines Gesichtes. Der ist super günstig, der ist mittlerweile auch im Standardsortiment, der sieht dann so aus. Ist dann von Rival Loves Me, aber ich finde ihn fast noch besser als den von Benefit, den Hoola. Okay, der ist wirklich, wirklich schön, schön warm, gibt dem Gesicht ein bisschen Frische. Und wenn man damit vorsichtig ist, dann ist der auch nicht so doll. Also der ist sehr, sehr intensiv und gefällt mir sehr, sehr gut. Wie finden wir die Base bis jetzt? Ich hole euch gleich mal ein Stückchen näher ran. So könnt ihr das Ganze nämlich von nahem auch einmal sehen. Mir gefällt die Base sehr, sehr gut. Ich hätte sie gerne richtig gesettet. Ich finde aber, es sieht in Videos besser aus, wenn ich meine Foundation nicht ganz so sette, weil dieses Licht, was hier ist, einfach anders reflektiert, wenn ich super viel Puder drauf habe. Es sieht für euch dann immer auch nach sehr, sehr viel Puder aus. Für mich im Real Life geht es aber. Deswegen probiere ich das Ganze jetzt so ein schönes Mittelmaß zu finden. Ich muss mich da noch so ein bisschen reinfuchsen, aber please stay with me. Weiter geht es mit Blush und ich glaube, diese Blush-Palette habe ich euch nie gezeigt. Das ist nämlich hier einmal die Pac-Man X Essence-Reihe. Und ich habe die benutzt und ich fand die damals richtig, richtig schön. Ich nehme auch hier wieder einen Pinsel von Essence, das ist wieder ein anderer, dieser hier. Und gehe in die Farbe hier oben. Pinsel hat ein bisschen Pigment aufgenommen und den tupfe ich mir so ganz leicht hier so rüber. Und she's soft. Ich habe ein Haar im Auge. Und gehe noch so ein bisschen hier rein. Der hat nämlich ein bisschen Schimmer, der Ton hier. Ist es genug? Ich weiß es immer nicht. Ist es genug Blush? Gibt es genug Blush? Gibt es zu viel Blush? Weil der. Ah. Oh, da ist es. Es ist sehr, sehr schwierig für mich da ein schönes Mittelmaß zu finden. Aber so sieht das Ganze eigentlich. Ich sehe wieder ein bisschen gesünder aus, oder? Mal ganz ehrlich. Dieses ungesättete Base-Ding, dieses leicht peachige, leicht bronzige, sieht doch immer sehr frisch und cute aus. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Limited Edition. Wenn alles gut geht, seht ihr die am Freitag. Also verpasst das unbedingt nicht. Da bin ich sehr gespannt. Da geht es nämlich schon um die Sommerprodukte. Und die Base gefällt mir so ganz gut. Ich mache die Augenbrauen einmal mit einem Produkt aus einer Limited Edition. Das ist der Browliner von Rival de Loop Young damals noch. Fand ich damals nicht so cool. Aber es ist okay. Das ist halt ein Dupe auch zu diesem Benefit-Produkt. Und damit fülle ich einfach nur so ganz leicht die kahlen Stellen auf. Also konnte man so eine Insta-Braue machen, aber ich bin so ein bisschen von der Insta-Braue weg. Vielen von euch ist es auch aufgefallen. Meine Augenbrauen sind mittlerweile sehr, sehr natürlich und so reicht mir das fast auch schon. Also ich gehe dann gleich nochmal mit dem Spoolie durch und verblende das und dann seht ihr, hier ist es so ein bisschen unordentlich und hier ist jetzt einfach nur ein bisschen mehr Definition drin, weil ich hier unten kurz lang gegangen bin. Und hier hinten. Und das sollte auch schon reichen. Der hatte auch viele verschiedene Farben mit drin. Ich fand es bei Benefit schon schwierig. Und dann auch noch die günstige Version davon hat mir irgendwie, also es war für mich ehrlich gesagt nicht nötig. Es hat niemand nachgefragt. Don't need that. Ich blende hier einmal durch, dass das Ganze wieder so ein bisschen weicher wird. Freunde, ich bin so froh, wenn ich endlich wieder zum Friseur kann. Ne? Ich renne ja auch nur noch mit Mütze rum. Weil das wächst bei mir halt alles immer sehr, sehr ungleichmäßig. Hier in der Seite wird es halt immer ein bisschen kürzer, weil ich hier mit meinem Bart so hochgehe. Und hier hinten ist es dann lang. Das sieht doch komisch aus. Ich würde vorschlagen, wir machen noch einen Highlighter drauf. Und das ist der von Catrice. Das ist der aus der Glow Patrol LE. Der ist richtig, richtig krass. Ich glaube, es gibt eine neue LE von denen, wo die Highlighter wohl ähnlich sein sollen. Ich weiß es aber nicht. Ich nehme jetzt hier einfach einen Pinsel, gehe hier leicht rein. Der ist halt krass, ne? Metallisch. Tupfe mir den hier so ganz leicht auf meine höchsten Punkte. Mega, mega schön. Und weiter geht es, Freunde, mit den Augen. Und da habe ich zwei Paletten ausgesucht, beide von Essence. Ich habe hier einmal die Fall Back into Nature Palette. Die sieht einmal so aus. Eine sehr, sehr kühle Palette. Es gab dazu auch eine Blush Palette, die ich über alles liebe. Die war so okay. Vielleicht benutze ich ein, zwei Farben davon. Welche Palette ich aber benutzen möchte, ist eine, die verhältnismäßig neu ist und eine der besten Lidschattenpaletten von Essence ist, wie ich finde. Und das ist die Crystal Dreams Palette. Die sieht einmal so aus. Wir haben sehr schöne Nude-Töne, so Warm-Tone-Beige-Töne und ein paar rötere Schimmertöne. Es gibt nur drei matte Töne in der Palette und die möchte ich benutzen. Ich habe nämlich so einen Natasha Denona-Look im Kopf, den ich so ein bisschen möchte nachschminken. Mal schauen, ob das klappt.
Also die ist wirklich, wirklich gut. Eventuell gibt es die sogar noch. Ich weiß es nicht. Falls ich sie finde bei Cosmetic for Less oder so, setze ich sie euch selbstverständlich unten in die Infobox. Aber wie gesagt, das ist eine Limited Edition. Ich nehme jetzt hier so einen Pinsel von Morphe und gehe in die helle Farbe hier und gebe mir die so ganz leicht einmal übers Lid. Einfach, dass ich hier so ein bisschen ebenmäßigere Fläche habe. Die hat ziemlich viel Kickback, die Palette. Finde ich persönlich nicht so schlimm. Ich sage es nur immer wieder. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ich sage euch das ja immer wieder. Aber stört euch das? Soll ich euch sagen, ob Kickback in der Palette ist oder nicht? Und dann nehme ich denselben Pinsel und gehe in dieses Braun und nur ganz leicht. Ich möchte ganz zart anfangen, mir die Farbe aufzubauen als Transition Shade. Da wir ja nicht so viele Farben benutzen, als matte Farben zumindest, fange ich ganz soft an. Und blende erstmal soft die Transition Shade ein. Schaut euch das mal an, wie schnell und einfach das ging. Ich gehe hier hinten noch so ein bisschen hin und blende mir das hier etwas höher. So, dieser Bereich hier erinnert mich so ein bisschen an die Natasha Denona Camel Palette oder diese Mini Palette ist das, glaube ich. Von der Farbzusammenstellung her, das hatte ich damals auch gesagt und viele von euch hatten sich die dann auch gekauft. Also es lohnt sich, finde ich, bei Essence, bei den Limited Editions auf jeden Fall, sich die mal genauer anzugucken. Und ich probiere auch wirklich regelmäßiger jetzt wieder, sobald ich darf und kann und sobald es Sinn macht, in die Drogerie zu gehen und neue Limited Editions für euch zu besorgen. Die Farbe habe ich einmal ausgeblendet. Ich gehe jetzt hier, wie gesagt, noch einmal kurz oben rüber und blende die Farbe schön weich aus. Ich bin auch noch mal in die hellere gegangen und habe die aufgenommen, um einfach einen sauberen, weichen Übergang zu haben. Und jetzt nehme ich mir einen Pencilbrush, der ganz, 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 ganz fein ist und gehe in das dunkle Braun, klopfe das gut ab und jetzt brauche ich erstmal einen kleinen Handspiegel. Ich nehme jetzt hier einfach mal die Palette und damit ziehe ich mir jetzt hier so einen Liner. Und verlängere damit so ein bisschen mein Auge und geht dann hier leicht in die Crease mit rein. Definiere damit so ein bisschen das V. Oben mache ich gar nicht mehr viel und ich nehme jetzt noch ein bisschen mehr Braun und blende das hier dann aus. Und habe so einen recht natürlichen Look. Nehme auch gleich noch ein bisschen Schimmer und blende das hier so ein bisschen rein. Aber der Außenwinkel ist etwas definierter. Das ist so eine krasse Palette. Ich weiß nicht, was sie gekostet hat. 5 Euro vielleicht. Und das Ganze mache ich einmal auf der anderen Seite. Jetzt nehme ich mir nochmal den Pinsel von vorhin und blende einfach hier oben diese Kante leicht aus, dass die nicht so hart ist. Nur dieser äußere Wing. Jetzt nehme ich mir einen flacheren Pinsel und gehe in der Palette in dieses dunkle Braun hier rein. Das ist ein schönes, sehr, sehr schimmerndes Schimmer. Und damit gehe ich jetzt einfach auf mein bewegliches Lid und presse mir das hier so ein bisschen hin. Und vorne gehe ich einfach in etwas helleres Gold. Für meinen Inner Corner nehme ich einen Stift und das war aus der No Filter Needed LE. Dieser Inner Eye Highlighter, der ist zwar matt, aber mit dem kann man so einen ganz feinen Lichtpunkt hinsetzen. Der ist auch sehr, sehr gut, um eine Cut Crease zu ziehen. Auch den gibt es, wie gesagt, leider nicht mehr. Ein bisschen voller unterm Auge. Aber der ist sehr, sehr gut gewesen. Also, aber im Prinzip könnt ihr da auch einen hellen Lip Liner nehmen. Sehr, sehr schön. Freunde, ich mache das Ganze einmal mit meinem unteren Wimpernkranz, mache Lashes drauf, Mascara. Dafür benutze ich von Essence die I Love Extreme Mascara. Die gab es mal in einer Limited Edition in Braun. Ich glaube, die ist mittlerweile im Standardsortiment. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe die Mascara einmal aufgetragen. Ich habe mich jetzt auch gegen Lashes entschieden, einfach, dass ihr den Look einfach einmal sehen könnt. Und ich finde, Lashes machen das Ganze zwar immer krass, aber es ist manchmal einfach nicht nötig und das verfälscht so ein bisschen den Look. Die Mascara ist braun, ist ein bisschen natürlicher. Ich mag die Mascara sehr, 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 sehr gerne. Ich mag nur das Bürstchen nicht. Ich gehe manchmal mit einem anderen Bürstchen da rein und trage mir das dann auf. Nicht so die beste Idee, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Ich mag den Look gerne. Es ist sehr, sehr sultry, sultanist. Was heißt sultry auf Deutsch? So dieses Cat-Eye-mäßige, ganz, ganz toll. Auf meine Lippen gebe ich zwei Liquid Lipsticks von Rival de Loop aus der Matte Couture-Reihe. Da gab es auch einen Lip Liner dazu. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Lip Liner sind, aber ich trage mir jetzt erstmal die Farbe Organza auf. Lass ihn ganz leicht antrocknen und gehe dann mit der Farbe Silk einmal so ein bisschen ins Zentrum. Und habe einen sehr, sehr schönen matten Liquid Lipstick.
Und das ist einmal der fertige Look mit den Full-Face-Produkten aus Limited Editions. Ich bin gespannt, wie euch der Look gefallen hat. Lasst mir gerne ein Feedback unten in den Kommentaren da. Und ich danke, dass ihr hier wart und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf.